Beim Career Talk 2015 der LMU München hatten zum dritten Mal Studenten aller Fachrichtungen die Möglichkeit, mit zukünftigen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen. Und zwar auf etwas andere Art als bei einer klassischen Jobmesse. Das Schöne an der Veranstaltung ist einfach, dass hier Dinge auch schief gehen dürfen. Also das heißt, die Unternehmen sind so offen und open-minded, sie sind auch vorher von mir gebrieft natürlich, dass hier auch mal Fragen, die man sonst nicht im Unternehmen klassisch stellt, gestellt werden dürfen. Also es kann hier nichts passieren. Es gibt hier Netz und doppelten Boden und es ist für die Karriere nur förderlich. Auch weil es eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt und die Unternehmer Profile der Studenten zugeschickt bekommen. Einem weiteren Kontakt steht so also nichts im Weg. Die bayerische Staatsministerin für Arbeit und Soziales Emilia Müller ließ es sich nicht nehmen, auch vorbeizuschauen. Sie schätzt den Career Talk als Win-Win-Situation für Unternehmer und Studenten. Dadurch, dass ich noch nicht weiß oder noch keine feste Zusage habe für September, wo es weitergehen soll. Momentan sieht es nach Master aus, aber wenn sich heute das passende Angebot ergibt für ein Praktikum, für eine Trainee-Stelle, für was auch immer, dann denke ich, werde ich da auf jeden Fall das alles auf die Waagschale legen und mir das gut überlegen. Moderator Lothar Wüst meint, dass die Studenten durch den persönlichen Kontakt zu den Unternehmen gestärkt werden. Es besteht, glaube ich, manchmal die Gefahr, dass man sich dann als ein Stück weit klein ansieht. Der Studierende, der große Chef mit einer linearen Bilderbuchkarriere, und dem ist halt nicht so. Und ich glaube, das nimmt einfach Druck raus und gibt ein Stück weit Selbstwertgefühl im Sinne von, ich bin gut, ich bin kompetent und ich komme mit den Leuten ins Gespräch. Ein weiterer Teil des Career Talks, eine Podiumsdiskussion mit Berufserfahrenen. Unter dem Motto Work Hard, Play Hard. Mit auf der Bühne Business- und Kommunikationscoach Elisabeth Henschel. Es gibt in Deutschland nicht viele Möglichkeiten, wie hier die LMU sie bietet. Also selbst im Bereich Elite-Universitäten sehen wir kein so schönes, ausgefeiltes Mentoring-Programm, das eben nicht nur stromlinienförmiges Programm anbietet im Sinne der Industrie, sondern auch der Persönlichkeitsentwicklung dient. Deshalb gehört zum Career Talk auch ein Seminar, das die Studenten im Vorfeld darauf vorbereitet, auf die Unternehmen zuzugehen. In den Einzelgesprächen am Career Talk selbst sind dann alle Fragen erlaubt. Kein steifes Bewerbungsgespräch, kein Verstellen. Ich glaube, in größter Linie könnten die Studenten dadurch profitieren, wenn sie ehrliche, direkte, persönliche Fragen stellen. Weil im Gegensatz zu einer Information über die Webseite gibt es hier die Möglichkeit, sich direkt zu informieren, auch einen persönlichen Eindruck zu gewinnen. Also wirklich die ehrliche Frage stellen, wie ist es denn im Alltag? Was passiert denn da überhaupt? Und die Studenten haben tatsächliche Aussichten. Es gibt hier von den 12 Unternehmen, die teilnehmen, sind 7 mit dabei, die konkrete Jobchancen mit an Bord haben. Und von diesen 7 wiederum sind 3 mit dabei, die schon bei den letzten Veranstaltungen Leute vom Fleck weg hier eingestellt haben. Sei es fürs Praktikum oder auch für den ersten Job nach dem Studium. Ein weiteres Angebot für die Studenten, der Lebenslaufcheck von Unternehmern. Und? Hat sich der Career Talk gelohnt? Ich habe mit 2 Firmen mich sehr gut unterhalten und dementsprechend hat es was gebracht. Da habe ich jetzt bei beiden Firmen den Kontakt und bin ein bisschen in die Tiefe gegangen und dementsprechend hat es sehr viel gebracht. Na, dann steht dem gemeinsamen Umtrunk ja nichts mehr im Weg.